und der hinten den kleinen meine kalte Schulter. Freunde, ich empfehle es euch ebenso zu tun. Ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts. Wenn wir hier nun auf der Straße gehen, um für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung zu demonstrieren, sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass wir nicht nur ein Ende dieser Krisentheaterinszenierungen, nicht nur ein Ende von militärischer Aufrüstung und Kriegsbeteiligung brauchen, sondern tiefgreifende Reformen, um dieses Land sozialer zu machen. Heiligen CO2-Reduktion sollen wir etwa funktionierende konventionelle Heizungen herausreißen und Zehntausende in Stromschlupfschächte und allerlei Begleitmaßnahmen investieren. Wobei der Strom natürlich von den Wattwürmern geerntet und von den Kobolden im Netz gespeichert wird. Clever, dieser Griff nach den Immobilien. Auch hier kann keine Rede von selbstbestimmten Entscheidungen sein.